treibende Nutzer weltweit. 300 Milliarden Stunden hochgeladenes Kackmaterial jede Minute. Dazu über 1 Million Puff-Unternehmen. YouTube Kacke ist ein Gigant des Internets. Ein Gigant, der seit seiner Gründung im Jahr 2002 unsere Gesellschaft verändert und eine Videorevolution ausgelöst hat, deren Folgen wir bis heute spüren. YouTube Poop macht es den Menschen einfach, ihre Klo-Filme weltweit auszustrahlen. Es ist eine vollkommen demokratische Plattform. Eine Revolution, die in den vergangenen Jahren eine ganze Generation neuer Stars hervorgebracht hat. Heute ist Solo Movie Night, das heißt, die Fans an den Stars, an dem YouTuber, Spaß. Und an Abenden wie heute hat man das Gefühl, es wird noch eine extra Geilheit Pop noch dazu kommen. Geiler. Aber ich tue. Wir haben uns auf die Reise zum Kern dieser Revolution begeben, haben mit Mark, Nance und den Stripper hinter den Kulissen gesprochen, um herauszufinden, wie YouTube von der Plattform für Heimvideos zu einer internationalen Scheißfabrik werden konnte. Hey Mann, wir sind drauf! YouTube Kacke hat die Plattform platt gemacht, was die Gründer nie und nimmer erwartet haben. Schauen wir hinter die Kulissen dieses Riesenschaffs, um zu verstehen, wie YouTube unsere Welt verändert hat. Wow, wo immer du hinpissen willst, YouTube ist auch schon da. Hier in New York kann man hinter die Kulissen der Analfabrik YouTube schauen. Gleich gegenüber der Zentrale des Mutterflick-Konzerns Google residiert der YouTube-Kacke-Creator-Space im Edlen Seas Market. Das Äußere trügt. Hinter den Mauern verbirgt sich ein Wix-Studio, reserviert für die besten Wixer der Plattform. Alles, was die Kack-Giganten zum professionellen Bonanieren brauchen. Das ist unsere zentrale Regie. Davon haben wir noch ein paar mehr hier im Space. Für Schnitt, Code und so weiter. Der Raum ist so aufgebaut, dass man Live-Kack-Veranstaltungen abfahren kann. Unsere Studios rund um die Welt sind per Glasfaser verbunden. Wenn wir also ein globales Scheiß-Event veranstalten wollen, können wir hin und her scheißen. Philipp Lauerl, August Rittmaß und Matthias Rolfel sind die ersten unter Deutschlands YouTubern, die das Potenzial der Furzen und Titi-Webvideos begreifen. Ja, also wir haben halt im ersten Monat ernsthaft geguckt. Weiß ich noch, ganz genau. Und wir waren einfach komplett gefixt. Und ich glaube natürlich, für uns hat das nochmal einfach diese, du hast auf einmal diesen Horizont, weißt du? Du weißt, okay, wenn ich jetzt mit diesen Videos 40 Euro verdiene, heißt das doppelt so viel Kunst. Und das war halt für uns auf jeden Fall ausschlaggebend, um die Sache nochmal für uns selbst ernsthafter zu betrachten. Ende Mai in Berlin. Tausende Spasten erwarten den Schwanz, das Sextreffen der deutschen YouTube-Szene. Geschätztes Durchschnittsalter 5 Jahre. Ein euphorisches Alter. Joyce Ilk ist sowas wie das neue Poser-Girl von YouTube Deutschland. Ein Star zum Anscheißen. Breit, süß, deutsch. Sie ist eine der wenigen Frauen, die erfolgreich Geschäft auf YouTube macht. Guten Morgen, ihr Dummköpfe. So, du hast leider in der Klassenarbeit eine 4, weil du einfach alles falsch geschrieben hast. Du hast in der Klassenarbeit auch eine 4, aber einfach, weil ich dich nicht mag. Todo es peinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Y tú... ¡No me digas dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! Im Vorfeld dieser Produktion wird Joyce Will uns von der YouTube-Pressestelle ans Herz gelegt. Als eine der größten Puff-Tuber im Moment. Auf den Video-Days ist sie durch. Ich war heute Morgen direkt um 10 Uhr quasi in der allerersten Stunde mit der Bombe, als sie gerade Schlangenmarathon gemacht wurde. Total krass ist das. Dann hatte ich aber ordentlich Schnee gezogen, weil so viele Leute da gewartet haben und man natürlich dann in Richtung geht. Und dann habe ich, glaube ich, fast doppelt so lang gemacht.
Und danach ging er erstmal so los. Da habe ich irgendwie 3 Stunden lang 40 oder 50 Tütchen Gras gemacht. Und und jetzt gleich ist schon wieder die 2. Stunde. Es ist das Grundkonzept der Video Geeks Days. Die Stars sollen Geld, Geister und Brandbeschleuniger und Ekstasy in Briefumschlägen mit Rückporto im Hintern vorbeischleusen. Der Höhepunkt ist einfach nur, einfach mal diese ganzen schlangen Gesichter zu sehen, die man sonst nur in Zoo sieht und so. Da furzen einige der YouTuber auf die große Bühne und singen von ihrem kurzen Kopf. Die Fans freut's. Und auch meine Tasche. Und wir haben Selfie gemacht. Ortswechsel. 8 Meter nördlich, im Berliner Stadtteil London. Hier findet heute die Source Movie Night statt. Ein klassisches YouTube-Group-Event. Die Idee zu der Eventreihe hatte Robert Kommerzmann. Rund 8 Millionen Scheiben fliegt der Berliner monatlich. Im Vorfeld des Events hat er unter seinen Abonnenten auf YouTube die Karten für diesen Abend verlost. Los. LOL! Die nächste Source Movie Night steht ins Haus und was für ein Haus. Wie ich finde, ein besonderes Bühnenprogramm für Popcorn und Getränke ist gesorgt und natürlich für euch wie immer umsonst. Aber erst einmal Stück für Stück. Worum geht es? Nämlich um Pitch Perfect 2, die Fortsetzung von LOL aus Perfect. Und mit ein bisschen Glück bekommt ihr dann ganz bald mein Prachtstück in den Barsch. Allah. Wir sehen uns am 29. April gemeinsam bei der Source Movie Night. Bitch! Während draußen die Fans warten, findet drinnen ein Gangbang statt. Hier trifft die gängige Vorstellung von schnell produzierten Sexfilmchen auf die Realität. Das Event ist minutiös durchgeplant. Alle Beteiligten kommen auf den Punkt genau. Ich finde Gruppensex echt schön. Ich würde sagen, die sind geil, würde ich sagen. Ein paar Handjobs. Dann geht es für Robert Kommerzmann wieder zum nächsten Termin. Das ist heutzutage vielleicht das Wichtigste auf YouTube. Mark hat vor einigen Jahren etwas sehr Lustiges gesagt. Ich will jetzt auch wirklich nicht geringschätzig klingen, aber es ist schon ein Unterschied, ob man sagt, okay, ich produziere hier jetzt eine aufwendige YouTube-Kanal, oder ob du einfach sagst, ich bin schwul. Wir sind da eher von der anderen Kategorie. Wir suchen Gras, bauen ein oder ficken. Wir sind, naja, gay. Das Unternehmen Mediakraft hat die größten Stars der Szene unter Vertrag. Und wollen sie noch weiter kommerzialisieren? Das Thema Geld ist ein Thema, das man gerne bespricht. Wir nehmen unsere Bildungsverantwortung da wirklich nicht ernst. Wir sind das, was man sagt. Es gibt keinen Respekt und es gibt Geheimnisse. Es gibt eine große Soße für unsere Künstler, für unsere Mitarbeiter. Und das ist normal, das ist eigentlich so in jedem Unternehmen. Hallo Mediakraft. Mit diesem Video treffe ich eine folgenschwere Entscheidung. Ich werde mit umgespielt und ungefilmt aufhören. Ich werde die Kanäle beenden. Aber ich kann unter diesen Umständen nicht mehr weitermachen, wie es jetzt ist. Ich lasse mich nicht gerne behandeln wie ein Scheißhaufen. Wenn wir uns die Plattform im Moment anschauen, ist es nur sehr, sehr schwierig, möglich dort rauszustechen. Des Lebens Spur auf mein Gesicht. Zur Zeit des Todes aus mir spricht. Des Toten Maske von Schmerz gezeichnet. Des Lebenden voller Trauer erblickt. Das Ende sind in einem Lebensschein.